Hast du schon mal mit einem Fremden den Sonnenuntergang angeschaut? Ich noch nicht. Und deswegen steht das auch auf dieser Liste. Und wo kann man am besten den Sonnenuntergang genießen? Natürlich am Strand. Ich muss mich aber beeilen, jemanden zu finden, denn die Sonne geht schon fast unter. Ja, es sind nicht ganz viele Menschen hier, aber mal gucken, ob ich jemanden finde. Also es sind natürlich ein paar Leute unterwegs, aber alle spazieren hier. Niemand sitzt. Ja, ich glaube, ich muss alleine den Sonnenuntergang heute genießen. Das ist aber nicht schlimm. Es werden ja noch ganz viele andere Tage kommen. Und dann denke ich mal, werde ich ja sicherlich jemanden finden. Schauen wir mal, ne? Schauen. Und genau in diesem Moment habe ich eine Person gesehen, die ich ansprechen könnte. Und richtig lustig ist auch, guckt euch mal bitte meine Füße an. Das war auf jeden Fall ein Zeichen der Nervosität. Aber dann ging's los. Entschuldigung, sprichst du Deutsch? Ja. Ich drehe gerade ein Video, wo ich jemanden suche, mit dem ich den Sonnenuntergang anschaue. Okay. Ich wollte fragen, ob du mitmachen willst. Okay. Echt? Ja. Ja? Ich habe Zeit. Hey, cool. Komm dazu. Achso, da filmst du? Ja, ja. Ah, okay. Dann mache ich nochmal eine Post. Ach, musst du gar nicht. Okay, und was muss ich machen? Einfach nur da sein. Damit hast du nicht gerechnet wahrscheinlich, ne? Nee. Ja, aber das ist doch auch mal witzig. Okay. Erstmal geil, dass du mitmachst. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ja, ich bin ja alleine hier und okay. Ja, hab Zeit. Ja, hier ist jetzt Lena. Hi. Sie hat mir spontan zugesagt. Ich wollte von dir jetzt wissen, wieso machst du mit? Der eine Grund ist, weil ich auch alleine unterwegs bin. Okay. Und einfach ziemlich offen bin. Das ist tatsächlich auch mein erster Solo-Urlaub, Urlaubstage. Und okay. Ja, deswegen war ich super offen für alles. Hatte keinen Plan. Lauf hier einfach rum, hab den Sonnenuntergang genossen und ist doch schön, wenn man das halt mit jemandem zusammen machen kann. Woher kommst du? Aus Hamburg. Ah, echt? Du auch? Ja. Echt? Ja, da war so scheiß Wetter, da musste man. Ja, das gleiche dachte ich mir auch. Nach zwei Monaten das dachte ich mir auch. Regen und Dunkelheit. Und wo da? Direkt beim Kiss. Was? Du auch? Ja. Was? Ja, ja, Aziz, wir haben uns ja eben gerade getroffen hier auf Mallorca am Strand. Ja, und du hast mich gefragt, ob wir uns den Sonnenuntergang zusammen angucken wollen. Das haben wir gemacht. Und ja, währenddessen sind wir, während wir gesprochen haben, haben wir herausgefunden, dass wir ja beide in Hamburg wohnen und quasi Nachbarn sind. Wir wohnen fast im selben Stadtteil. Aber es kommt noch krasser. Wir haben den gleichen Arbeitgeber gehabt. Wir haben uns wohl knapp verpasst, aber wir kennen alle Kollegen, die ich kenne, kennst du auch. Ja. Und ja, witzig, ne? Wie findest du das? Ja, wie soll ich das finden? Natürlich richtig geil. Also, was ist das denn für ein lustiger Zufall? Ich habe damit einfach gar nicht gerechnet und umso mehr freut mich das, dass man sich gar nicht so wirklich fremd vorkommt, obwohl wir ja eigentlich Fremde sind. Und ja, ich würde sagen, wir genießen jetzt den restlichen Sonnenuntergang und ja, und das war's. Wir haben noch den Abend zusammen verbracht und uns weiterhin gefreut über diese lustigen Zufälle. Und ich bin sehr froh über diese Begegnung, weil ich sehr vieles mitnehmen konnte. Vor allem aber, dass die Welt doch zu klein ist. Wenn du übrigens die nächsten Folge dieser Serie sehen möchtest, dann kannst du sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Und da kannst du gespannt sein, was ich noch alles erlebt habe.